Guten Abend zu SWR Odesso. Wow, was für ein Anblick, oder? Dafür würden einige Genießer von uns töten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Diskussion um Fleisch wird nicht nur im ganz großen Stil medial geführt, sie kann sogar zu ernsten Zerwürfnissen in einer Familie führen. Das werden Sie gleich sehen. Was spricht für den Fleischverzicht und was dagegen? Und was ist dran am Mythos Männer und Fleisch? Das werden wir heute klären. Wenn überzeugte Fleischesser auf überzeugte Vegetarier oder Veganer treffen, dann kann das eine explosive Begegnung sein. Die einen halten die anderen für genussfeindliche Moralisten und die wiederum beschimpfen die Gegenseite als Tiermörder. Wenn es diese zwei Fronten innerhalb einer Familie gibt, dann führt das, wie bei den Wegemanns, zu regelmäßigem Schlagabtausch. Wir haben da mal zugehört. Durch dieses Haus geht ein Riss. Links wohnen Damir und Melanie Begemann und Sohn David. Mein Lieblingsessen ist Spargel mit Salzkartoffeln. Spaghetti mit Parmesan. Indisches Linsencurry. Hier heißt's also Kochen ohne Knochen. Die Begemanns leben vegan, Sohn David vegetarisch. Nur eine Schiebetür trennt die Familie von der Raubtierhöhle. Hier leben Melanies Eltern Monika und Udo Begemann. Mein Lieblingsgericht ist Sauerbraten. Die Roulade mit Spätzle. Jeder nach seiner Fasson, könnte man sagen. Und doch, es geht um mehr als um Essensgewohnheiten. Am schlimmsten sind eigentlich die Gerüche, die rüberkommen, wenn drüben Fisch oder Fleisch gebraten wird. Wenn sie mit ihrem Knoblauch hantiert, dann stinkt das so gewaltig, da komme ich nicht gegen an. Ne? Auf der einen Seite haben die einen Hund, für den sie wirklich den ganzen Tag parat stehen und alles tun. Und das Schwein, was nicht weniger intelligent oder schützenswert oder liebenswert ist, oder das Rind wird aufgegessen. Es ist zwar nicht permanent, dass sie uns belehren möchten, ist nicht nur meine Tochter, sind ja alle drei, die uns belehren möchten, aber einmal die Woche passiert's. Zumindest von unserem Enkel, ne? Da haben wir uns darüber unterhalten. Ja, und das ist ein bisschen schief gegangen. Vegetarismus als Generationenkonflikt. Melanie Begemann las als Teenager Artikel über Massentierhaltung. Der Ekel war der Auslöser, sich fleischlos zu ernähren. Erst waren es nur Phasen. Mit 18 wurde sie konsequente Vegetarierin. Wenn man anfängt, sich zu verändern, dann verändert sich plötzlich alles. Man macht sich plötzlich mehr Gedanken über alles, wie man handelt oder was man da eigentlich gerade isst oder wie man einkauft. Und so entwickelt man sich weiter. Guten Appetit. Wenn ich das im Fernsehen sehe, schalte ich auch meist um. Also ich kann es auch nicht sehen, aber irgendwo beim Essen wird das verdrängt. Tochter Melanie wurde Polizeibeamtin. Bei der Arbeit lernte sie ihren Mann kennen, auch er Polizist. In Sachen Ernährung leistete er keinen Widerstand. Das Thema war präsent bei mir. Und dann, als ich meine Frau kennenlernte, die schon vegetarisch lebte, hatte ich mich angeschlossen und habe gesagt, ich versuche das jetzt. Ich möchte das gerne als Anlass nehmen, um das zu versuchen. Und ja, dabei bin ich geblieben. Ihr Arbeitsplatz liegt ausgerechnet im Schimanski-Currywurst-Revier in Duisburg. Ein veganer Oberkommissar. Die Kollegen tragen es mit Fassung. Ich ernähre mich nicht vegan, weil man ja auch sieht. Wir haben schon mal so Sachen, dann braten wir hier Steaks auf der Wache und dann lassen wir die Türe extra auf, damit der Geruch auch nach vorne zieht. In der harten Welt der Polizei, als Mann kein Fleisch zu essen, ist immer noch exotisch. Manchmal ist da Interesse da, ja. Wenn ich zum Beispiel hier irgendwas zubereite oder irgendwas warm mache, was besonders gut riecht, dann fragen die schon mal, was ist das? Manche wollen probieren, aber oftmals bleibt es an der Oberfläche. Vor 2 Jahren gab Literatur zum Abgewöhnen für die Begemanns den Ausschlag, den Schritt vom Vegetarier zum Veganer zu machen. Auch keine Tierprodukte wie Milch oder Eier mehr. Von unserer Seite war das einfach nur der logische Schritt.
ich kann mir schon vorstellen, dass es dann auf der anderen Seite dann so aufgefasst wurde. Die knallen jetzt völlig durch, die drehen total ab. Also Oma und Opa haben mir schon mal gesagt, was machen die denn jetzt da für einen Mist? Als wir Gitarrisch gegessen haben, haben wir noch ab und zu zusammengesessen mit allen Fünfen. Danach, als das Vegan begann, eigentlich nicht mehr. Ich müsste lügen, wenn ich sage, die Produkte schmecken nicht. Nur mir fehlt halt ein Stückchen. Also ich weiß, dass es kein Fleisch ist, sagen wir mal so. Der Biss ist anders. Ja. David wurde seit Geburt vegetarisch, aber nicht vegan ernährt. Wenn er bei seinen Großeltern ist, gibt's für ihn natürlich eine fleischlose Extrawurst. Dennoch. Ich finde nur, letztendlich verpasst er ja im Grunde genommen auch viel. Ne? Er weiß ja gar nicht, ob es ihm schmecken würde. Es sieht natürlich dumm aus, wenn wir den schon essen gehen. Wir haben eben diesen großen Teller oder Teller mit Fleisch und er isst seine trockenen Nudeln. Dankeschön. Danke. Was macht das mit David? Belastet ihn die Futterfront quer durch seine Familie? Kann er sich überhaupt frei entscheiden, vegetarisch zu leben? Hast du das Gefühl, du tust es deinen Eltern zuliebe oder ist es eine Entscheidung von dir selber? Vorher wusste ich es noch nicht und dann war es halt eine Entscheidung von mir, dass ich es auch selber nicht möchte. Und warum möchtest du nicht? Ja, weil ich die Tiere auch lieb habe. Vielleicht wird David irgendwann mit Freunden im Fastfood-Restaurant schwach. Oder er will sich von seinen Eltern abgrenzen. Die sagen, es ist und bleibt seine Wahl. Vielleicht wird David aber auch in einer Welt aufwachsen, in der Veggie sein oder nicht keine Fronten mehr im Familienleben erzeugt. Vegetarismus wird langsam zum Trend. Jedenfalls, beim Essen bleibt die Schiebetür bei den Begemanns auch diesen Abend geschlossen. Vegan, so wie Melanie und Damir Begemann, leben in Deutschland derzeit ungefähr 700.000 Menschen. Vegetarier gibt es deutlich mehr, knapp 7 Millionen. Und die halten, neben ethischen Gründen, zu denen wir später noch kommen, ihre Lebensweise auch für gesünder. Die Frage ist, stimmt das? Inzwischen gibt es ja jede Menge Studien zu dem Thema, allerdings mit ziemlich widersprüchlichen Aussagen. Und das liegt vor allem daran, dass beim Thema Gesundheit und Ernährung sehr viele Faktoren eine Rolle spielen, die sich kaum sauber trennen lassen. Ob jetzt Fleischesser oder Vegetarier, es scheint so, als ob beide Ernährungsformen Vor- und Nachteile haben. Starb Leonardo da Vinci, weil er Vegetarier war? Mit 62, damals ein hohes Alter, bekam er einen Schlaganfall, dem er 5 Jahre später erlag. Türkische Mediziner behaupten, dass sein Verzicht auf Fleisch den Tod verursachte. Ihre Begründung: Im Blut der Fleischverweigerer zirkuliert eine große Menge der Aminosäure Homocystein. Das könne Schlaganfälle begünstigen. Die Plausibilität ist schon gegeben, da Leonardo da Vinci natürlich jahrzehntelang ein Vegetarier oder vielleicht sogar ein strenger Vegetarier, also ein Veganer war. Und diese Personen haben eben zu niedrige Vitamin B12-Zufuhr und das resultiert auch in einem erhöhten Homocysteinspiegel. Aber die Frage drehe ich jetzt eher um, ist er nicht vielleicht so lange, so alt geworden, weil er Vegetarier war? Welchen Einfluss Ernährung wirklich hat, ist schwer zu klären. Trotzdem gibt es viele Studien, die Vegetariern beste Gesundheit bescheinigen. Darunter eine Studie aus den USA, die bereits seit 40 Jahren läuft. Dafür werden 96.000 Vegetarier und Mischköstler durchleuchtet. Ergebnis bisher: Die Gemüsefraktion lebt 7,5 Jahre länger als Fleischesser. Vegetarier haben optimale Blutwerte und leiden, wenn, dann erst später, unter Krankheiten wie Diabetes oder Krebs. Diese Studie ist besonders aussagekräftig, weil hier eine riesige Religionsgemeinschaft beobachtet wird, in der alle Mitglieder besonders gesund leben. Wenn man andere Vegetarierstudien anschaut, ist es meist so, dass die Vegetarier sich viel bewegen, schlank sind, nicht rauchen und die Vergleichsgruppe tendenziell eher eben ein trägeres Leben führen, häufiger zu Zigarette und Alkohol greifen und auch meist dicker sind. Zudem häufen sich negative Nachrichten in puncto Fleisch. Gleich in mehreren Fällen wird tierische Kost in Verbindung mit Krebs gebracht. So entdeckten Heidelberger Wissenschaftler Viren im Rindfleisch, die im Verdacht stehen, Darmkrebs auszulösen.
Auch der Stoff, der rotem Fleisch die Farbe verleiht, das Myoglobin, gerät immer mehr in die Kritik. Die Weltkrebsforschungsstiftung warnt daher vor dem Genuss von zu viel rotem Fleisch. Für Fleisch spricht, der Körper kann tierisches Eiweiß viel besser verwerten als die ballaststoffreiche Kost der Vegetarier. Und? Fleisch ist eine super gute Quelle für Eisen, hochwertiges Protein und Vitamin B12. Wenn wir jetzt Fleisch weglassen und auch keinen Fisch essen, dann müssen wir das irgendwo anders herbekommen. Wenn Vegetarier keine Nahrungsergänzungsmittel nehmen wollen, müssen sie viel mehr auf die Zusammensetzung ihres Speiseplans achten. Denn außer Jod und Vitamin B12 fehlt ihnen häufig Eisen. Dann heißt es natürlich gucken, woher bekomme ich mein Eisen. Entweder ich versuche meine Eisenaufnahme durch Vitamin C Zusatz zu verbessern. Oder wenn ich bereits wirklich schon eine Anämie habe, also einen niedrigen HB-Wert im Blut, dann muss ich auch Eisensupplemente einnehmen. Fazit: Vegetarier zu sein ist gesund und es ist machbar. Wer nicht dauernd über Nährstoffe nachdenken will, erleichtert sich das gesunde Essen, wenn auch mal tierische Kost dabei ist. Ernährungswissenschaftler empfehlen aber, sich auf den Sonntagsbraten zu beschränken. Ja, dann bleiben wir doch mal bei dem Sonntagsbraten. Ein Stück, das sind ungefähr 200 Gramm. Und das wäre nicht nur aus gesundheitlichen Gründen die passende Portion. Tatsächlich essen wir aber erheblich mehr Fleisch. Deutsche Männer zum Beispiel essen pro Woche 1100 Gramm Fleisch und Wurst, waren fast doppelt so viel wie die Frauen, die auf knapp 600 Gramm kommen. Das ist nicht nur aus gesundheitlicher Sicht fragwürdig. Um diese Mengen zu produzieren, brauchen wir Massentierhaltung mit allen bekannten negativen Folgen. Um daran was zu ändern, fehlt oft der richtige Anreiz, zumal man gar nicht genau weiß, was sich denn ändern würde. Den Anreiz, den kriegen Sie jetzt von uns. Wir haben nämlich nachgerechnet, was würde passieren, wenn wir unseren Fleischkonsum um 80% reduzieren, also von 1000 auf 200 Gramm. Wie viele Tiere würden dann weniger sterben? Ein Deutscher verspeist im Laufe seines Lebens 1094 Tiere. Bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren sind das 14 Rinder, Schweine und Hühner pro Jahr. Würden die Deutschen ihren Fleischkonsum um 80% senken, also statt 1000 nur noch 200 Gramm pro Woche essen, dann müssten 896 Millionen Tiere pro Jahr weniger getötet werden. Wie viel Agrarfläche würde frei werden? Deutschland hat eine Gesamtfläche von 35 Millionen Hektar. Fast die Hälfte wird landwirtschaftlich genutzt. Wenn wir unseren Fleischhunger mit deutschen Flächen stillen wollten, würde die Hälfte für Futtermittel gebraucht. Doch das meiste Tierfutter wird importiert. 4,6 Millionen Tonnen Sojamehl pro Jahr aus Südamerika. Dort beanspruchen wir eine Fläche so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Würden wir unseren Fleischkonsum um 80% reduzieren, würde nicht nur in Deutschland Platz frei. Allein in Brasilien würden 1,3 Millionen Hektar zurückgewonnen. Nutzen, Schutz des Regenwaldes und der Artenvielfalt. Was bedeutet das für den Klimaschutz? Tatsächlich produzieren die Tierställe mehr Klimagase als sämtliche Auspuffrohre zusammen. Fast 70% der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen entstehen durch Viehzucht. Legt man unsere Annahmen auf Zahlen des WWF um, dann könnten jährlich allein in Deutschland 18 Millionen Tonnen an Treibhausgasemissionen eingespart werden. Das entspräche umgerechnet über 150 Milliarden Pkw-Kilometern. Dafür könnten alle deutschen Autobesitzer einmal von Hamburg nach Rom und wieder zurückfahren.